Weiter geht's und ich habe so eben ein kleines Problem festgestellt mit dem Layout. Also hier das Video unten rechts ein bisschen zu groß bzw. Schlecht positioniert. Hier runter scrollen sollte man fast alles sehen. Ich mache es einmal anders auf, mache die Library links auf, das Mainfile rechts. So hat sich das dann kürzere Mainfile Platz und wird nicht durch meinen Bürohintergrund verdeckt. So, Sie haben es vielleicht gemerkt, ich bin heute nicht so energiegeladen wie andere Male. Das hat einen Grund. Erstens, ich warte auf die Ferien nächste Woche. Zweitens, bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, habe mich dann unter anderem mit Rust befasst und Trees in Rust, das man SuSlabber implementiert. Habe dann tagsüber für meine Firma gearbeitet, das heißt für einen Kunden. Habe Ruby on Rails und ein bisschen Angular programmiert. Und jetzt finde ich mich wieder in Rust zurecht. Also ist doch recht anstrengend. Außerdem ist es recht heiß hier von den Temperaturen her. Und so nach 8-9 Stunden programmieren nochmal so eine Session ist nicht ganz einfach, aber wir ziehen durch. Habe hier auch einen Energy Drink dazu. So, wie geht's weiter? Wir haben das Feld initialisiert und wir wollen es jetzt noch irgendwie ausgeben können. Ich denke, die Ausgabe, die müssen wir nicht mit einem Unit-Test testen. Wir schauen es einfach optisch an, ob das so stimmt. Und wichtig ist, weil es ein interaktives Programm gibt, können wir nicht einfach nur das Feld ausgeben. Wir haben schon mal 4 gewinnt gemerkt. Wir müssen oben dran die Spalten beschriften, damit der Spieler weiß, wie das werden soll. Jetzt bei Reverse ist es noch ein bisschen komplizierter, muss Zeile und Spalte angeben. Und wir werden jetzt einfach mal das konsequent von 0 bis 7 nummerieren. Oder wir können vielleicht auch, machen wir mal 0 bis 7 und nicht in die A oder sowas. Oder eventuell wäre es schön, Zeilen, Spalten, A. Ja, versuchen wir es dann. Wir können ein bisschen damit rumspielen. Wir müssen einfach umrechnen. Also, implementiert es einfach mal. Pub fn output. Was gibt das zurück? Oder einen String zurückgeben oder einen direkt ausgeben? Ja, gehen wir es einfach mal direkt auf den Bildschirm aus. Ist Feierabend. Seien wir ein bisschen tolerant heute. So, was sollen wir ausgeben? Also wir brauchen mal einen Self-Parameter, damit wir Zugriff auf die Daten haben. Dann, ich mache jetzt einfach mal das Feld, können nachher noch die Dekoration links und rechts mit der Beschriftung anbringen. Das heißt einfach, wenn wir es rechts und unten machen. Ja, wie machen wir das? Brauchen wir Indizes. Wäre vielleicht nicht das Dümmste, weil wir nachher ja beschriften. Naja, machen wir einfach mal. Der Compiler wird uns dann schon warnen und darüber informieren, wenn wir das nicht brauchen sollten. Self-Fields. Machen wir jetzt, wollen wir den Index basiert machen. Punkt len. Jetzt die Rollen Zugriff bekommen. Und was haben wir da? I0 Row Len. Und jetzt gehen wir einfach Let's Call Row J. Und jetzt ganz einfach mal Print geben wir da den das da aus. Machen wir da ein Space vielleicht dazwischen. Geben wir es mal so aus. Und macht dann einfach ein, geht es ein leeres Printline. Einfach für das mit dem Newline Character wird auch geflasht. Ich kann auch schön einfach mal Print dem machen. Ich weiß nicht, ob es dann geflasht wird, aber sehen wir ja dann. Cargo Check. Oh, ich habe schon missgebaut. Natürlich muss hier wieder ausleihen. Ich weiß nicht, ob ich das sogar erklären kann. Ich wage mich auf die SD raus. Also hier, weil ich ja das Row
hier eine lesende Referenz erzeuge auf diese Row, muss ich mir die ausborgen vom Fields. Und ich kann ja bei Rust mehrere lesende oder eine modifizierende Referenz haben. Und ich muss mir das explizit ausborgen. Wenn ich das nicht mache, dann ergreife ich Besitz von dem und das will ich ja nicht. Ich will es ja nur ausleihen, damit ich es hier ausgeben kann. Das ist ungefähr die Logik dazu. Die ganze Wahrheit können Sie dann, glaube ich, in Kapitel 4 oder 5 vom offiziellen Rust-Buch durchlesen. Aber schauen wir jetzt mal, ob das kompiliert. Das kompiliert und wenn es schön kompiliert, können wir es einmal versuchen. Eigentlich sollte ich das ShowTrade implementieren. Also jetzt, das wäre pädagogisch wertvoller. Ich mache es einfach mal. Nein, ich mache einfach board.output. Wir haben Seiteneffekte. ShowTrade wäre die richtige Variante. Lassen wir mal heute sein. Nicht check, sondern run. Ja, kann man einigermaßen erkennen. Soweit, so gut. Und jetzt ist noch die Frage wegen dieser Nummerierung. Wollen Sie eben oben mal fields.len, wollen Sie einfach mal print, das ist ein Makro, i Abstand, das mal so ausgeben. Ups, wie gesagt, es ist ein Makro. Da haben wir das Ausrufezeichen. Ja, jetzt habe ich aber irgendwie was falsch gemacht, weil ich mache immer einen Abstand dazwischen. Und hier nach der Call. Ah, ich habe hier einen Abstand nachher gemacht. Das bringt natürlich nichts. Machen wir es mal so. Ja, sieht ein bisschen schöner aus, oder? Jetzt ist auch ungefähr rechteckig. Quadratisch meine ich. Was wir jetzt noch nicht haben, ist die Spaltenbeschriftung, die könnten wir jetzt links machen. Wir müssen halt einfach ein bisschen alles mehr einrücken. Versuchen wir das mal. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier zwei mehr einrücken müssen. Und dann bei jeder Zeile am Anfang auch zwei ein. Was wollen wir eigentlich hier ausgeben? Ah, die Laufvariable. Wieder i ist die Zeilennummer. Sind einstellig, das sollte eigentlich so funktionieren. Jetzt habe ich hier irgendwie was Dummes gemacht. Ich soll nur einmal hier den Abstand, den großen Abstand machen. Mit zwei vorne dran. Ja, jetzt sieht es einigermaßen akzeptabel aus. Das ist schon mal gut, so könnte ich spielen. Jetzt aber machen es dem Spieler ein bisschen schwer, wenn er dann irgendwie 2, 4 eingeben soll. Dann weiß ich nicht mehr, was jetzt die Zeile, was ist die Spalte. Darum machen wir mal die Spalte eben mit Charakteren. Und jetzt eben Rust ist da nicht so ganz tolerant. Sagt einfach mal let. Ja, nehmen wir da. Nennen Sie mal Slot und wir machen das. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil Rust nicht einfach Coercion macht von Typen plus i. Das wäre dann der Slot. Wir müssen wahrscheinlich hin und zurück copy konvertieren, aber lassen wir das uns den Compiler herausfinden. Also, das ist ein Character, das ist eine U-Size hier. Und das sind zwei verschiedene Typen. Jetzt weiß ich nicht genau, es gibt einen ASCII-Code dafür. Ich mache es einfach als U-Size. Ob das geht, sonst muss ich dann schnell recherchieren. Und das Ganze wieder als Car. Das funktioniert nicht. Invalid Cast. Nur U8 kann man casten. Versuchen wir das mal. Ist ja hier alles ASCII. Das hat sogar funktioniert.
Wunderbar, das hat geklappt. Jetzt haben wir aber Großbuchstaben. Machen wir doch vielleicht Kleinbuchstaben. Das ist angenehm zum Eingeben. So, und jetzt kann dann der Benutzer sagen, ich möchte gerne auf, wenn ich jetzt Spieler X wäre, auf F4 den Stein setzen, dann würde er hier zu liegen kommen. Wunderbar. Also das wäre mal die Ausgabe. Cargo Font. Habe offenbar perfekt formatierten Code geschrieben. Und das ist doch ein Schluck wert von diesem Bierglas, das nicht leer werden will. So. Ich stage das mal. Und jetzt, ich denke, ich werde mit der ganzen Aufgabe heute nicht fertig. Ich versuche es natürlich. Aber ich habe gesagt, es gibt eine bessere Variante, als hier diese arbiträre Output-Funktion. Wir könnten das sogenannte Display-Trade implementieren. Hat jetzt hier praktisch nicht einen wahnsinnig großen Nutzen, aber wir versuchen es einfach mal aus didaktischen Gründen. So, wie lernen wir das? Ich gehe mal auf die Standard-Library-Dokumentation, die sehr gut ist bei Rust, und schauen wir mal das Display-Trade an. FMT Display, und so sieht es aus. Ich muss eine FMT-Methode implementieren. Ich versuche es einfach mal im Kopf zu behalten. Und wir haben Output, lassen wir wie es ist. Aber ich mache unterhalb noch eine weitere Implementierung. Impl Display for Board. Und jetzt FNFMT. Und die hat eben eine Referenz auf Self bekommt. Übrigens, das da wäre jetzt ein bisschen sinnlos, weil die Ownership bekommt, dann könnte man mit dem Board nichts mehr machen. Aber wir wollen sie eh refactoren. Und dann haben wir den Formatter. Der ist vom Typ FMT Formatter. Ich muss wahrscheinlich das Ding noch importieren. Und das gibt dann auch irgendwie ein Result zurück. FMT Result. Und wie das aussieht, sieht man hier unten. Also immer wenn ich write aufrufe, sollte es so ein FMT-Result produzieren. Ja, mache mal write nichts oder leer. Warum das FMT? Ah, das ist das F, ist ein Mut-Formatter. Sollte es hier F Mutable Formatter nennen. Und dann gebe ich das hier auch an, write f, einmal Cargo Check machen, mal wegen den Imports schauen. STD FMT wird das sein. Wir könnten auch direkt hier Formatter mal reinziehen und dann ziehen wir es so rein. Okay, und schauen wir, ob das funktioniert. Display wurde nicht gefunden, also machen wir es doch so. Ich mache hier Self, Display und Formatter, sage gleich warum. Also hier einerseits das Result, den Namen brauche ich sonst schon, den lassen wir über FMT Result, aber dann Formatter kann ich einfacher reinziehen, das Display auch. Das funktioniert jetzt. Ausgeben wird noch nichts. Was wir jetzt machen, ich nehme einfach mal diesen Code hier. So, und ersetze von, Achtung, jetzt wird es schwierig, von Zeile 36 bis Zeile 49 Substitute von Print Ausrufezeichen, Klammer auf, mache ich jetzt raus ein write Ausrufezeichen F, Abstand. So, jetzt, das hat doch wunderbar funktioniert, alles ohne mächtige IDE, nur mit Suchen ersetzen. Das Output kann ich jetzt löschen und hier können wir einfach ein Printline machen, diesem Board. Das ist quasi die ToString-Methode bei Java oder wahrscheinlich auch C#.
Cargo Check. Ups, kompiliert nicht. Sie geben nichts zurück. Ja, was kann ich da zurückgeben? Ich glaube einfach nichts explizit. Und ich muss ein OK zurückgeben, natürlich, weil ja nichts gescheitert ist. Das funktioniert. Unused Result must be used. Aber die Sache ist ja so, dieses Write könnte theoretisch einen Fehler auslösen. Und Rust hat ja die angenehme Eigenschaft, man kann einfach diesen Fragezeichen, kann man im Fehlerfall direkt aus der Funktion zurückgehen mit einem Error Result, also mit dem Error, der hier vom Write zurückgegeben wird. Go-Programmierer werden da jeweils ein bisschen neidisch. So, und jetzt sollte es kompilieren und ich kann es auch ausführen. Wunderbar didaktisch, sinnvoll, idiomatischer Code geschrieben, auch perfekt formatierter Code. Ist auch wieder ein Schluck wert, aber Moment noch. Git add src git commit minus m und das machen wir. Output of field with column row indications for players. So, dann hätten wir das. Wie 16 Minuten hatten wir. Ich denke, ich mache da wieder eine kleine Pause. Gönnen wir noch einen Schluck. Und jetzt wäre dann die Frage, weiterfahren, belege ich mir gleich. Und gehe hier mal nach oben wieder und melde mich gleich zurück im nächsten Teil. Bis dann.